بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch دروس اللغة العربية، und wir sind jetzt mit dem 18. Kapitel الدرس الثامن عشر. Und hier werden wir المثنى lernen. المثنى ist der Dual. Also zwei Personen. Ebenso einige neue Wörter und das Wort Kem, was wie viel heißt. Wir lesen den Text. Al-Mudarrisu, Kem achan laka ya Muhammad. Wie viele Brüder hast du, O Muhammad? Und hier merken wir, nach Kem kam achan und nicht achun. Muhammad li akhun wahidun. Ich habe einen Bruder. Also wahid ist eins. Al-Mudarrisu wa kam ukhtan laka. Und wie viele Schwestern hast du? Muhammad li ukhtan. Ich habe zwei Schwestern. Also wir haben zu ukht haben wir 11 und nun hinzugefügt. Und damit wir genau achten, am Ende Uchtani. Al-Mudarrisu kam ajalatan lid-darajati ya Hamidun. Also wie viele Räder hat das Fahrrad, O Muhammad? Ajala ist Rad. Hamid laha ajalatan, also sie hat zwei. Al-Mudarrisu kam eidan fis sanati, ya Zakaria. Wie viele Feste gibt es im Jahr, O Zakaria? As-sana, Jahr. Eid, Fest. Zakaria fis sanati eidan, im Jahr gibt es zwei Feste. Huma, die beiden. Also wir haben Huwa, was er ist. Huma, die beiden. Und hum sie für Maskulin. Eidu huma Eidul Fitri. Also es ist das, man sagt eigentlich Fastenbrechenfest und nicht Zuckerfest. Wa Eidul Adha und Opferfest. Al-Mudarrisu ya Ibrahim. O Ibrahim, abuka tajirun kabir. Dein Vater ist ein großer Händler oder Geschäftsmann. كم سيارة عنده؟ Wie viele Autos hat er? Ibrahim, عنده سيارتان كبيرتان. Er hat zwei große Autos. وسيارتان صغيرتان. Und zwei kleine Autos. Was mir jetzt gerade hier eingefallen ist, das ist für später, das سيارتان, also den Alif und Nun, den fügen wir hinzu, wenn das im Nominativ ist. Also wenn das Wort eigentlich ein Dhamma verdient. Wenn es aber ein Kesra oder ein Fetha verdient, weil es eben Objekt ist, also Akkusativ, Dativ, Genitiv, was eben im Arabischen dann eben Mudaf Ilayh ist, oder Ism Majrur, wenn eine Präposition ist, oder eben Akkusativ Maf'ul Bihi, was noch gleich oder in der nächsten Lektion kommen wird, inshallah. Dann geben wir ein Ja und Nun. Also, Sayyara Taini. Nur zur Info. Al-Mudarrisu kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismail. Wie viele Fenster gibt es in deinem Zimmer, O Ismail? Ismail, fiha nafidhatan. Also in ihr, oder es gibt zwei Fenster. Al-Mudarrisu liman hadhani daftaran. Wem gehören diese zwei Hefte? Ali, huma li. Sie gehören mir. Al-Mudarrisu liman hatani al-mistaran. Hatani al-mistaran. Mistara ist lineal. Und deswegen wird der Ta marmuta zu einem ganz normalen Ta. Und dann fügen wir 11 und nun hinzu.
Dann wird es Al-Mistaran. Yunus, Huma, Li. Sie gehören mir. Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Jetzt gehen wir dann zu den Aufgaben. Tamarin. Ajib an al-Asilati al-Atiya musta'milan al-Musanna. Also beantworte die Fragen, die kommenden Fragen, dem Nutzen der Musanna, also des Duals. Und hier haben wir dann zum Beispiel Kem Qalaman indaka als Beispiel. Indi Qalaman. Wie viele Stifte hast du? Ich habe zwei Stifte. Zu der ersten Frage, Ahmed. Jetzt Kem Qalaman, also okay, Kem Qalaman indaka, das ist eigentlich schon beantwortet. Wir können dann eben direkt zur zweiten gehen. Kem Kitaban indaka. Ja, also wie viele Bücher hast du? Ja, und okay, in die Kitaben. Genau. Bei drei, Kem Saburaten fi Faslikum. Sabura ist Tafel. Fi Faslikum in eurer Klasse. Also wie viele Tafeln gibt es in eurer Klasse? Dann sage ich einfach Hummer, warte. Auf Deutsch müsstest du es so sagen. In unserer Klasse. Okay, dann viel Faschlikum, Saburaten. In unserer Klasse, weil du antwortest ja. Achso, viel Faschlikum, Saburaten. Fi faslina, weil unsere Klasse ist na am Ende. Achso, Sabuhum ist eure, ne? Genau, warum ist eure? Also, ja, genau, okay. Fährst du meine ich, okay. Also fi faslina saburatan. Das ist dann die Antwort. Dann gehen wir zu 4. Kem rialan. Rial ist eben dieses Pferd in Saudi-Arabien. Kem rialan indaka al-an ya Leila. Also wie viele Rial hast du jetzt, o Leila? Okay, achso, Leila. Muss ich da aus Leila sich antworten? Genau, du musst so antworten, als wärst du Leila. Okay, dann Andy Ja. Rialan. Elan. Also, damit wir alle Wörter benutzen, die im Satz sind, sagen wir dann ein Andy die Rialan. Rialan Elan. Alan. Oder ein die Elana Rialan. Das wäre dann genau nach, also passend für die Frage. Okay, dann gehen wir zur fünften. Kem uchten leka ya Ali? Wie viele Schwestern hast du, o Ali? Schwestern, Li, Uchten. Genau, ich habe zwei Schwestern. Kem ammen leka ya Amina? Und dann das gleiche, Li, Amman. Also wie viele Onkel hast du? Hast du? Jetzt 7. Kem Sadiqan leka ya Muhammad? Wie viele Freunde hast du, o Muhammad? Li, Saddi. صديقان No. 8. Kem Taliban jadidan fi faslikum? Also wie viele neue Studenten gibt es in eurer Klasse? okay, في فصلنا طالباني جديداني Genau, richtig. Super. Jetzt 9. Kem Masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Wie viele Moscheen gibt es in deinem Dorf, o Zakaria? في قريتنا مسجداني. Genau. 10. Kem Funduqan fi hadha al-Shari'i? Wie viele Hotels gibt es in dieser Straße? في هذا الشارع فندقاني Fundukani. Genau. فندقاني Jetzt 11. Kem achan leka ya Suad? لي لي أخواني
Das, genau, da hast du gut auch geachtet. Die Ne, Achamat. weil das steht hier, bei der anderen Version steht es hier oben drauf. Beachte, dass es nicht Achani, sondern Achawani heißt. Achso, okay. Das hast du dann schneller gesehen als ich. Also, genau. Anstatt Achani, Achawan. Aber was war Und dann die Nummer? Was war die normale Mehrzahl von auch nochmal? War es nicht auch das gleiche? das, also die mehr als drei ist Ikhwa oder Ikhwan. Ach, Ikhwani, okay. Okay, Genau. Ikhwani ist zwei und Ikhwani ist mehr. Genau. Und da das eben zu den Esma'il Khamsa gehört, zu den fünf Namen, ist das gleiche mit dem, was wir dann später lernen werden. Also zum Beispiel Ab, da sagst du ja zum Beispiel Abuka, da musst du ja diesen Waw hinzufügen. Das bedeutet Abawan, sagst du auch. Fu, ich bin jetzt nicht da ganz sicher, aber zum Beispiel Fu gehört auch einer zu denen. Eigentlich das Wort Mund bedeutet Fem, aber es gibt auch das Wort Fu, was der Prophet sallallahu auch in Hadithen erwähnt hat oder gesagt hat. Und das müsste dann genauso sein nach der Regel. Also Fawan. Okay, dann gehen wir zu 2. Iqra Club. 1. Oder liest du? Okay, Khalidun lahu banani wa bintani. Genau, also Khalid hat zwei Jungs und zwei Mädchen. Fi hadha al-bayti ghurfatani kabiratani. In diesem Haus gibt es zwei große Zimmer. Dann Fatimatu laha tiflani sagirani. Genau. Fatima hat zwei kleine Kinder. Dann li aynani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Ich habe zwei Augen, zwei Ohren, zwei Ja. Hände und zwei Füße. Und dann gehen wir zur nächsten Seite. في هذا الحي مدرسة ثاني Weißt du noch, was Hai bedeutet? ja also ist es nicht eine Eigenschaft also Allahu also Al Hayyul Qayyum eins davon Das ist auch, das ist auch. ja. Aber hier ist die Bedeutung Viertel. Also in diesem Viertel gibt es zwei Schulen. Ach so, okay. Und was war bei Hayyum Qayyum also Al Hayy Der Lebendige. der lebendige, achso, okay. Genau, was von Haya kommt. Okay. Okay, sechs. Dann Salatul Fajri Rak'atani. Das sind dann eben zwei Raka. Dann Lilbeiti Mafata, nein, Lilbeiti doch, Mafata, nein, Muftahani. Genau, also wenn wir sagen Muftah, dann Muftahani, es gibt auch Miftah, also Miftahani. Okay. Okay, also zu dem Haus gibt es zwei Schlüssel? Acht. Liman hatanil baqaratani. Watahuma للفلاحي Genau. Wem gehören diese beiden? Kühe. Und Hertan kommt dann eben von Hervihi. Genau. Also Hada wird dann Hadani und Hadihi wird dann Hatani. Und Humalil Fallah, sie gehören dem Bauer. Die beiden. Neun. هذا نيل طبيباني من إنكلترا لا هما من فرنسا Genau. Die beiden Ärzte, Hadani Tabibani, kommen von England. Oder
Ahasa, also hier haben wir Ahasa vergessen. Also kommen die beiden Ärzte von Ingiltra? Nein, Homa min Faranza. Sie kommen aus Frankreich. 10. في قريتي مسجداني صغيراني. In diesem, in meinem Dorf gibt es zwei kleine Moscheen. Jetzt gehen wir zur Aufgabe 3. اقرأ الأمثلة الآتية. Lies die kommenden Beispiele. ثم ضع في الفراغ. Dann lege eine Lücke. فيما يلي تمييزا لكم. Also das Wort, was danach nach كم hinzugefügt wird, das nennt man تمييز. تمييز ist sowas wie unterscheiden. Die Unterscheidung. Und Tamiz ist immer Mansub. Also das ist eine Art von Gruppe, von Wörtern, die dann eben Mansub ist, also Fetha hat. Wenn es im Singular ist. Wenn es dann im Dual ist, dann Ye mit Nun. Und im Plural, also mehr als drei, dann auch Ye Nun. Aber es wird dann eben der Ye nicht gelesen. Also ich sage das jetzt nur so. Und später wird ihr das dann inshallah mehr verstehen. Somit hat man eben ein Beispiel geschrieben. Kem achan lecker, wie viele Brüder hast du? Oder Kem uchten lecker, wie viele Schwestern hast du? Kem qalaman indaka, wie viele Stifte hast du? Kem sayaratan fil jamiati, wie viele Autos gibt es in der Universität? Okay, jetzt Nummer 1. Kem Eindecker. Was fügen wir hinzu oder was kannst du hinzufügen? Moment. Ich muss kurz überlegen. Zum Beispiel Han. Weißt du, was Han bedeutet? Oder Hun? Die kennen Genau. die also. Genau, Deacon ist Han. Weißt du noch, was Huhn bedeutet? Der Jajaton. Genau. Kem Dajajatan, Heindecker. Und hier merken wir, dass kein Elif hinzugefügt wird, weil am Ende Temarbuta ist. Dann sagen wir einfach nur Dajajatan und geben zwei Striche oben. Okay, wie viele Hühner hast du? Jetzt Nummer zwei. Kem Lecker. Dann kämen Ammen lecker. Genau, super. Nummer 3, Kem fi hadha Kem, was war das? Fundukan? Genau, Funduran. Kem Funduran fi hadha al-Shari'i. Wie viele Hotels gibt es in dieser Straße? Nummer 4, Kem fi Kem, Mesjiden, vier Koriatike. Genau, richtig. 5, Kem fi faslikum. Was kann man für mehr Schlüssel? Warte, Kem Seburatun? Was Seburatan? Genau, Kem Seburatun? Sabur. Weil Kem da ist, sagen wir Saburaten. Kem Saburaten, Fifaslikum. Okay, 6. Kem Fissanati. Dann Kem Aiden Fissanati? Genau. Was heißt Monat? Shahr, also Shahrun? Genau, also Kem Shahron, Fissanati. Nummer 7. Kem Liddarajati. Kim Ajalatan? للدراجة، وي في الغرفة. كم في غرفتك؟ كم سريرا جدا؟ Genau. كم سريرا في غرفتك؟ في غرفتك؟ وي في البيت؟ gibt es in deinem Zimmer. Dann gehen wir Nummer 4. Und zwar حول المبتدأ، also ändere den مبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. Zum Dual umwandeln. Man hat ein Beispiel gegeben. Hada kitabun, das ist ein Buch. Hadani kitabani, das sind zwei Bücher. Jetzt hada qalamun, was sagen wir im Dual? هذان قلمان Ja. Hadi mistaratun, hatani. هاتان مسطرتان
Genau, super. Jetzt hier die weiteren Aufgaben. Hadha Talibun. Okay. هذان طالبان. Genau. هذه طالبة. هاتان طالبتان. هذا الرجل مدرس. هذا الرجلان مدرسان. Genau, super. Sechs. هذا الطالب من الهند. هذان الطالبان من الهند. Genau. هذه الساعة من اليابان. هاتان الساعتان من اليابان. Genau. هذه السيارة للمدير. هاتان السيارتان للمدير بابليش ولا؟ للمدير، كنو. أوكي، لمن هذا المفتاح؟ لمن هذان المفتاحان؟ Genau, also ich habe einen Fehler gemacht. Liman hadha al-miftah. Dann ist die Antwort genau, dann ist im Dual liman hadhani al-miftahani. Nummer 10. Liman hadhihi al-mil'aqatu. لمن هاتان الملعقتان. Genau, richtig. Jetzt Nummer 5. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Also liest die kommenden Wörter mit dem Dopt, also mit dem Teschkil, mit den Harakat aufschreiben. Kannst du dann die Wörter lesen? كلباني مكتباني قميصاني أخواني منديلاني Ja. مسترتان Genau. أختان امرأتان. Genau, richtig. Jetzt Nummer 6. Nenne die Kalimat al-Atiya. Also du sollst das zum Dual machen. Sayyara. سيارتان. Habiba. طبيبتان. 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 ولد. ولدان. Genau. لغة. لغتان. صديق. صديقان. تاجر. تاجران. ملعقة. ملعقتان. مدرس. مدرسان. باب. باباني. Genau. اسم. اسماني. Genau. Hört sich ein bisschen komisch am Anfang, aber man gewöhnt sich daran. هذا. هذاني. هذه. هاتاني. Genau. Auf der nächsten Seite haben wir dann die neuen Wörter. Al-Kalimat al-Jadida. Kam. Wie viel? Al-Aid. Fest. Al-Ajala. Rad. Ajalat. Das ist Plural. Oder Ajalun. Also meistens, wenn man ein. Also öfters. Wenn man einen Termarbuta hat, dann kann man auch diesen Termarbuta wegmachen, dann wird es zum Plural. Zum Beispiel Tufaha, Tufah. Oder hier Al-Ajala und Ajalun. Al-Hay, der Viertel. Und der Plural ist Ahya. Okay. Jetzt Al-Rial, Rialat. Das Geldwert. Raka'a, Raka'at, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie man das übersetzen soll, aber jeder versteht das, inshallah. Al-Mistara, Lineal, Masatiru, das ist dann der Plural. Und hier beenden wir, inshallah, unseren Vers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.